Stellt euch einmal vor, ihr könntet Webseiten oder auch Videos wie dieses nur verschwommen oder verzerrt, nur in einem kleinen Ausschnitt oder aber auch gar nicht sehen. In diesem Video beschäftige ich mich mit digitaler Barrierefreiheit. Ich zeige, welche Probleme Blinde und andere Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beim Lesen von Texten haben und welche Lösungsansätze es gibt. Am Hochschulrechenzentrum der JLU Gießen kümmert sich Dr. Steffen Puhl um die Barrierefreiheit bzw. Inklusion in der IT. Also darum, dass auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen diese selbstständig und ohne fremde Hilfe nutzen können. Ich kenne Steffen seit vielen Jahren und bitte ihn häufig um seine Hilfe, wenn neue Systeme oder Inhalte zu testen sind. Er weiß genau, worauf es ankommt, denn Steffen ist als blinder Mensch auch Experte in eigener Sache. Eigentlich ist die Verpflichtung zur Barrierefreiheit der Informationsangebote öffentlicher Einrichtungen in Gesetzen und Verordnungen geregelt. Bezüge finden sich zum Beispiel in der UN-Behindertenrechtskonvention, im Grundgesetz, dem Behindertengleichstellungsgesetz oder dem Hochschulrahmengesetz. In der Praxis scheitert die Umsetzung jedoch an vielen Stellen leider noch immer. Dann sind Betroffene klassischerweise auf eine Vorleseassistenz angewiesen. Hier benötigt Steffen zum Beispiel Infos über Behindertenparkplätze aus einer gedruckten Broschüre. Ja, das ist der Leitfaden zum barrierefreien universellen Bauen. Kannst du mir bitte mal aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen? Also es geht los mit dem Impressum, dann kommt das Vorwort, dann würde eine Einführung kommen mit den Suchst du nach sowas? Was gibt es denn bei den Sonderbauvorschriften? Da gibt es zum Beispiel Garagen, Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Schulen, Gaststätten. So, gibt es jetzt hier Unterpunkte wie zum Beispiel Stellplätze für Behinderte oder der Rettungswegplan. Ja, ich suche was für die Parkplätze für Menschen mit Behinderung, also die Stellplätze. Die Zahl der notwendigen Stellplätze für die Kraftfahrzeuge von Personen mit Behinderung muss mindestens... Ganz schön umständlich, oder? Bei Webseiten oder digitalen Dokumenten kann ein Computer das Vorlesen übernehmen, zumindest teilweise. Aufzählung des Konsums, Liste mit 5 Aufzählungszeichen, exponentielle Leistung. Ja, es sind verschiedene Listen, die nacheinander abgebildet werden. Ist das ein Schaubild daher? Ja, genau. Du hast wie einen Kreislauf dargestellt und da gibt es 3 große Punkte wie Technologie, Gesellschaft und Kultur und Wirtschaft. Und zu diesen 3 großen Punkten gibt es dann jeweils diese Unterpunkte. Das waren die gerade vorgelesen wurden. Wie ihr seht, lauern auch hier Barrieren, zum Beispiel bei Bildern ohne Beschreibungen oder auch Texten, die nicht ordentlich formatiert und gegliedert wurden. Wurde ein digitales Dokument jedoch direkt barrierefrei erstellt, können Betroffene dies ohne fremde Hilfe lesen. Was man hier auf dem Monitor sieht, ist das Handbuch Behindertenrechtskonvention als barrierefreies PDF. Damit kann ich zum Beispiel mit dem Bildschirmleseprogramm, also mit dem Screenreader, über die semantisch ausgezeichneten Überschriften innerhalb des Dokuments navigieren. Diese Stelle bin ich jetzt reingegangen und lass mir das mal vorlesen, absatzweise. Überschriftebene 2, der lange Weg zur Selbstbestimmung. Überschriftebene 2, ein historischer Abriss. Wenn heute von behinderten Menschen die Rede ist, fallen die selbstverständlich die... Im Screenreader habe ich weiterhin die Möglichkeit, mir die Liste der Überschriften in diesem Dokument generieren zu lassen. Diese wiederum kann ich auch zur Navigation nutzen. Hier wird der hierarchische Aufbau der ausgezeichneten Überschriften abgebildet und ich kann mir so einerseits einen Überblick verschaffen und auch mich so gezielt zu den Stellen navigieren, die mich interessieren. Zum Beispiel interessiert mich diese Stelle, ich kann direkt dorthin klicken und so kann ich mir jetzt den Inhalt des Buches zugänglich machen, ihn mir vorlesen lassen, ganz ohne fremde Hilfe. Für digitale Bücher sind dazu inzwischen sogar spezielle Formate entstanden. Menschen, die von Geburt an blind oder bereits früh im Leben erblindet sind, lernen häufig die Brailleschrift und nutzen manchmal anstelle der Sprachausgabe eine sogenannte Braillezeile, die digitalen Text in Blindenschrift umwandelt. Es gibt noch weitere Hilfsmittel, von Bildschirmlesegeräten bis hin zu Smartphone-Apps, die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beim Lesen nutzen. Wenn wir ein Dokument sehen, verarbeiten wir Texte und Bilder normalerweise visuell. Wir erkennen auch eine Überschrift sofort, weil sie größer und hervorgehoben dargestellt ist. Auch Bilder springen uns ins Auge.
Blinde Menschen hingegen müssen die visuellen Sinneseindrücke entweder durch auditive Überschriftebene 2 oder durch haptische Wahrnehmung kompensieren. Überschriften, Absätze, Aufzählungen, Bilder und Tabellen sollten daher in einem Dokument nicht nur visuell aufbereitet sein, sondern auch semantisch und strukturell. Das klingt komplizierter als es ist, denn mit einem Textverarbeitungsprogramm wie Word geht das sehr einfach. Mit Formatvorlagen und Beschriftungen solltet ihr ohnehin arbeiten, wenn ihr zum Beispiel ein automatisches Inhaltsverzeichnis in einer wissenschaftlichen Arbeit erstellen wollt und nicht alles wie Kraut und Rüben aussehen soll. Wie das genau geht und welche Tools es für die einfache Überprüfung auf Barrierefreiheit in Word gibt, zeigen wir euch im nächsten Teil.